Hallo, wir sind von der offenen Uni Heidelberg und zeigen euch heute, wie ihr Veranstaltungen an der Uni Heidelberg finden könnt. Zuerst gebt ihr bei Google LSF Heidelberg ein. Dann geht ihr auf die Homepage und schaut zuerst, dass rechts oben das richtige Semester ausgewählt ist. In unserem Fall das Sommersemester 2016. Danach klickt ihr auf Veranstaltungen. Auf Suche nach Veranstaltung. Und hier könnt ihr die Details eingeben. Ihr könnt auf einmal schauen, dass Sommersemester 2016 ausgewählt ist. Und dann klickt ihr bei Einrichtung auf Auswahl. Auf Fakultäten. Und dann auf die Fakultät, für die ihr euch interessiert. Zum Beispiel Fakultät für Mathematik und Informatik. Wir übernehmen die Auswahl. Da ihr nur an Vorlesungen teilnehmen könnt und nicht an Seminaren, müssen wir auswählen die Rubrik Vorlesung. Außerdem könnt ihr euch die Sprache aussuchen, in der die Veranstaltung stattfindet, zum Beispiel Deutsch. Jetzt auf Suche starten klicken. Hier seht ihr alle Vorlesungen, an denen ihr teilnehmen könnt. Wir wählen jetzt zum Beispiel Algebra 2. Auf dieser Seite seht ihr alle Details zu eurer Veranstaltung. Der Name der Veranstaltung, Algebra 2. Die Anzahl der Stunden pro Woche. Und die Fakultät, das heißt die Einrichtung, als auch das Studienfach Mathematik. Zudem ist der Name des Dozenten angegeben. Und an welchem Tag und um wie viel Uhr die Veranstaltung stattfinden kann. Um euch für die Gasthörerschaft anzumelden, müsst ihr folgendes Formular ausfüllen. Das Formular hat zwei Seiten. Einmal eure persönlichen Daten. Und auf Seite 2 alle Details zu den Vorlesungen, an denen ihr teilnehmen wollt. Wir fangen auf Seite 1 an. Die erste Zeile könnt ihr freilassen, da ihr noch keine Registriernummer habt. In der zweiten Zeile schreibt ihr euren Namen und euren Vornamen. In unserem Fall Müller, Lisa. Dann das Geschlecht, männlich oder weiblich. Euer Geburtsdatum, zum Beispiel 1.1. 1995. Dann eure Staatsangehörigkeit, in unserem Fall Deutsch. In der nächsten Zeile schreibt ihr eure Adresse. Zunächst die Straße, zum Beispiel Brückenstraße 21. Und dann eure Postleitzahl und den Ort, wo ihr wohnt. Dann gebt ihr eure Telefonnummer an. Beispielsweise 0176 2233456. Und eure E-Mail-Adresse, wenn ihr eine habt. Den Bildungsabschluss und den Beruf müsst ihr nicht angeben. Aber ihr müsst das linke Kästchen anklicken. Gasthörer ohne Akademie für Ältere. Dann gehen wir zur Seite 2. Hier füllt ihr alle Informationen zu euren Vorlesungen aus. Zunächst den Namen der Vorlesung, in unserem Fall Algebra 2. Dann das Studienfach Mathematik. Dann die Fakultät, Fakultät für Mathematik und Informatik. Zudem schreibt ihr den Namen der Dozentin, in diesem Fall Vogel. Dann die Anzahl der Stunden pro Woche, 4.
Wenn ihr mehr als eine Veranstaltung auswählt, müsst ihr am Ende unten alle Stunden zusammenzählen und angeben. Zuletzt schreibt ihr noch das Datum, zum Beispiel heute ist der 4.4.2016 und unterschreibt das Formular. Ihr könnt das so wie wir online machen oder das Formular am Ende ausdrucken und unterschreiben. Wir wünschen euch viel Erfolg.